Servus Freunde und willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch, ihr seht es schon vielleicht im Hintergrund, eine neue Reolink-Kamera vor. Und zwar nicht nur eine, sondern die branchenführende 4K-Akku-Kamera von Reolink. Sie nennt sich Altas PT Ultra. Und sie setzt neue Standards in der Heimüberwachung. Diese Kamera habe ich geschickt bekommen von Reolink für dieses Review. Mit Reolink kannst du nämlich anders sehen und, naja, dein Heim aus verschiedenen und anderen Perspektiven sehen. Diese Kamera ist relativ frisch, aber der Grund auch, warum ich das mache, ist, weil in Kürze steht der Black Friday vor der Tür und es gibt eine Aktion von Reolink, die Links. Es gibt zwei Links, die findet ihr in der Beschreibung. So, und jetzt testen wir mal, wie gut sind 4K bei dieser Kamera. Erst einmal schauen wir mal, verfolgt sie mich? Ja, das tut sie. Gut, dann zoome ich jetzt einfach mal rein ins Bild, soweit es geht. Ja, und ihr könnt es schon sehen. Ich kann es verschieben, wie ich will. Und jetzt, ja, gehe ich mal ins Maximum. Ich bin schon ziemlich weit weg. Ich guck mal, ja, das ist schon ganz okay. Ich bin halt weit weg und dafür ist das Bild ganz gut. Jetzt mache ich mal noch einen anderen Test. Ich gehe wirklich weit weg, hier, wo eigentlich schon geschwärzt werden müsste. Das mache ich jetzt aus Testzwecken nicht. Und zoome mal ins Bild. Und ja, wenn ihr mich kennt, dann seht ihr, man würde mich hier auch erkennen. Und das ist schon ziemlich gut. Genau. Jetzt gehe ich mal komplett raus und gehe mal auf die Kamera zu. Und dann sieht man die Qualität, dass man das doch tatsächlich gar nicht machen muss. Das heißt, wenn ich nah dran bin, muss ich schon nicht mehr zoomen, weil ich hier ganz klar zu erkennen bin. Und wenn ich jetzt hier reinzoome, ja, dann sieht man es schon. Ne? Da, das bin ich. Also ich glaube, hier muss man jetzt nichts mehr zu sagen. Das passt. So, jetzt kommen wir zu den Hauptmerkmalen. Diese Kamera kann mit diesem Akku 500 Tage lang aufzeichnen, beobachten. Das sind 16 Monate mit einer Akkuladung. Zieht euch das mal rein. Und das ist natürlich erweiterbar mit einem mitgeschickten Solarpanel. Denn mit diesem Panel ist nicht 16 Monate, sondern quasi unendlich. Wenn die Sonne scheint, dann habt ihr Power. Und mit diesem Solarpanel reichen 10 Minuten am Tag aus, um die Kamera für 24 Stunden für den Bewegungsmodus zu bespeisen. Und eine 24-Stunden-Aufladung bringt euch 36 Stunden Daueraufnahme. Das macht die Kamera ja grundsätzlich nicht, wenn ihr das nicht wollt, aber möglich ist es. Ansonsten, wie es der Name schon sagt, fast 360 Grad, also 355 Grad Blick habt ihr und Neigung 90 Grad. Das heißt, von so nach so könnt ihr mit der Kamera schwenken, wie ihr wollt. Ansonsten habt ihr Wi-Fi 6 in 2,4 und 5 GHz an Bord. Das ist mittlerweile Standard und das hat die natürlich auch. Speicheroption 512 GB. Das ist mehr als die Argus 4. Und das geht zum einen mit dem Slot in der Kamera selbst, einer SD-Karte, Micro-SD. Oder aber, was ich euch empfehlen würde, diesen Home-Hub zu kaufen aus einem ganz wichtigen Grund. Solltet ihr die ungünstig irgendwo angebracht haben und der Dieb, sofern es einen gäbe, würde die Kamera mitnehmen, samt Karte habt ihr nichts. Und wenn ihr einen Hub habt, dann kann er die Kamera mitnehmen, in Anführungsstrichen, und dann habt ihr dennoch alles gespeichert. Und dank der Color X Nachtsicht-Technologie habt ihr auch bei Dunkelheit schöne 4K-Farbaufnahmen ohne IR, ohne Licht. Ich zeige euch das natürlich gleich. Das ist schon beeindruckend. Es ist jetzt also dunkel, 17 Uhr, 10. November. Altas PT Ultra braucht oder hat keine IR-Licht, sieht das jetzt trotzdem noch relativ hell und bunt, ja, in Farben, während die Argus 4 jetzt schon mit IR das Ganze sehen kann oder eben beide mit Beleuchtung. Und den Unterschied zeige ich euch jetzt. So, jetzt seht ihr den Unterschied der beiden Kameras, also die Altas PT Ultra links im Bild,
Sieht alles noch relativ hell und in Farbe. Wie versprochen, dieses X-Color-Nachtsicht ist wirklich beeindruckend, wenn ich jetzt vergleiche mit der Argus 4, die das Ganze mit IR zwar sieht, aber eben nicht so klar. Das ist jetzt hier eine Bildschirmaufnahme. Ich bewege mich einfach mal und schauen wir mal, wie die beiden Kameras das einzeln sehen. Bei beiden ist natürlich Bewegung zu sehen und ganz klar zu sehen, dass da sich ein Mensch bewegt. Aber was ist, wenn ich zum Beispiel jetzt den gewohnten Weg zu meinem Tor gehe? Wie sieht das Ganze dann aus? Wie sieht mich dann die Altas PT Ultra? Schönen guten Tag, ja, meine Damen und Herren. Hier bin ich und rede in mein DJI-Mikrofon. So wird die Umgebung jetzt um 17.48 Uhr von der Argus 4 gesehen, ohne IR-Lichter. Ich finde, das ist dennoch gut. Und das ist jetzt die Reolink Altas PT Ultra. Man sieht, dass das deutlich, deutlich heller ist. Obwohl, also wir sind immer noch 17.48 Uhr, ihr seht es. Ich kann auch die Kamera bewegen, also damit ihr seht, das ist ein Live-Bild tatsächlich. Das ist, ja, jetzt wurde da Licht angemacht. Also die hat sich selbst das Licht angemacht. Ich habe das nämlich so eingestellt, dass das Licht angeht, wenn die Kamera meint, ich brauche mehr Licht. Es ist jetzt 17.51 Uhr, also eine Minute später oder zwei Minuten später. Und ja, das ist jetzt die Hofbeleuchtung, sage ich mal, wenn ich mich umdrehe, ja, umso näher ich rankomme. Also ihr seht es auf jeden Fall, es ist dunkel. Ich gehe mal hier ums Eck, dann, wenn ich nicht mehr beleuchtet bin, sieht man nämlich nichts. Und ja, jetzt kann man mich in der Kamera dennoch gut sehen. Normalerweise, wenn ein Ereignis plötzlich auftritt, dann nimmt die Kamera leicht verzögert auf und den ersten Moment habt ihr sonst gar nicht drauf. Und diese Kamera, dort könnt ihr so einen Dupser umlegen und dann hat sie 10 Sekunden Voraufnahme. Das heißt, vor dem Ereignis so gesehen, nimmt sie schon auf, weil sie hat ja die Power und wenn da eine Karte drin ist, dann kann sie, wie gesagt, Dauer aufzeichnen und dann habt ihr alles drauf. Da fehlt euch einfach gar nichts. Und genau das ist eigentlich der Sinn und Zweck einer Überwachungskamera. Hättet ihr kein Solarpanel, macht sie mit einer Aufladung 96 Stunden Daueraufzeichnung. Also einfach 96 Stunden am Stück könnte man dauerhaft aufzeichnen. Wie die Argus 4 kann sie zwischen Personen, Autos und Tieren unterscheiden. Das ist auch ganz gut, weil ihr könnt dort separat in der App wählen, was wollt ihr denn oder wann wollt ihr denn alarmiert werden. Ja, und die Kamera könnt ihr zum einen einsehen, aber auch steuern. Ganz, ganz easy natürlich von der Smart Home App oder auch vom Tablet. Ob ihr zu Hause seid oder nicht, das ist ganz egal. Also die könnt ihr von überall aus steuern. Und Unterschiede zur Argus 4, sie hat einen extra Button, der nennt sich nämlich PZT. Wenn ihr diesen betätigt, habt ihr ganz links die Kamerabewegung. Also da habt ihr wie so eine Art Joystick, da kannst du die Kamera links, rechts, hoch, runter bewegen, wie du das magst. Daneben ist ein Knopf, der nennt sich Wachpunkt, bedeutet, du kannst die Kamera auf einen bestimmten Punkt sozusagen ausrichten und dann kehrt sie, wenn du das willst, immer wieder zu dem Punkt zurück. Das heißt, sie hat jemanden gesehen und macht Auto-Tracking und dann ist derjenige weg und dann kehrt sie immer wieder zu dem Wachpunkt zurück. Dann gibt es Preset-Punkte. Du kannst irgendwelche Punkte speichern, die du dir einfach mal anschauen willst, um nicht jedes Mal mit dem Joystick rumzufuchteln. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich habe jetzt 6, 7, 8 Punkte gemacht und ich drücke einfach drauf und dann, passiert das Magische, die Kamera fährt dahin, wo ihr das gespeichert habt. Die Befestigung ist natürlich spielend einfach. Ihr seht es schon, ich habe dieses Band. Dieses Band wird wieder mitgeliefert. Das heißt, wenn ihr das um einen Baum oder eine Stange festmachen wollt, könnt ihr das natürlich. Ansonsten hat Reolink Schrauben mit dazugegeben und diese extra Platte, an die ihr das dran schieben könnt. Ich bevorzuge die Schrauben. Es ist super einfach. 4 Schrauben reinbohren ins Holz oder wo auch immer. Es gibt auch Dübel. Also ihr könnt es ist einfach alles dabei und spielend einfach ranmachen. Das Ding ist bombenfest und ja, cool. Spielend einfach. Wie bereits erwähnt, die Links findest du unten in der Beschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du mir gerne ein Like geben oder einen Kommentar, ob es schlecht war, wenn es so war. Ansonsten war es das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Wojtek.